The exploration of space will go ahead, whether we join in it or not. We mean to be a part of it. We mean to lead it. Also wir haben uns für heute überlegt, dass wir drei neue Raketen bauen. Einmal wollen wir eine Rakete aus diesem durchsichtigen Röhrchen bauen, einfach nur um die Verbrennung zu beobachten. Also die soll nicht fliegen, die machen wir irgendwo fest und dann können wir das, kann man halt da durchsehen. Dann wollen wir eine Rakete bauen, an der wir einen ganz normalen Raketenstock, wie man die auch aus dem Handel kennt, dran machen. In der Hoffnung, dass das dann besser fliegt, weil wir haben den Stock, den wir sozusagen irgendwo reinstecken können und dann ist die Rakete in den ersten halben Meter geführt. Und dann wollen wir eine dritte Version machen, wo wir den Stock stationär am Boden festmachen und die Rakete an dem Stock mit einer Halterung sich hochbewegt, auch um die Rakete am Anfang zu führen, in der Hoffnung, dass sie, wenn sie Geschwindigkeit aufgebaut hat, dann selbstständig gerade nach oben fliegt. Also um das Loch in unserer Raketendüse zentrisch zu bekommen, haben wir uns jetzt was überlegt, dass wir uns eine kleine Hilfe bauen. Ne, ist gut. Also wir haben uns unsere Zentrierhilfe hier gebaut und jetzt fetten wir die ein, damit wir die Erde danach hoffentlich leichter wieder da runterkriegen. Men on the moon. We're on time at the present time for our planned liftoff of 32 minutes past the hour. Coming up shortly, that swing arm up at the spacecraft level will come back to its fully retracted position. This should occur at the 5-minute mark in the count. The swing arm now coming back as our countdown continues. Skip Chauvin informing the astronauts that the swing arm now coming back. 4 minutes and counting. Also wir haben unseren Raketen jetzt eine Starthilfe montiert. Die erste Rakete hat einen Raketenstock fest dran und der steckt in diesem Rohr. Und solange der Stab in dem Rohr steckt, wird diese Rakete geführt, ungefähr den ersten halben Meter. Bei der zweiten Rakete haben wir den Stock nicht an der Rakete, sondern es in den Boden gesteckt und zwei Führungsringe an der Rakete befestigt. Wahnsinn! Ja, da war die von gestern doch gut.
siehst du aber vorne jetzt. Und sie ist wieder so warm, dass unser der Heißkleber schmilzt. An. Wir haben das jetzt gereinigt von unserer Fehlzündung und werden da jetzt nochmal eine Zündschnur reinstecken. Nee, ich mache mir Windschatten an. An. Was machen wir gerade, Vincent? Wir kriegen es nicht hin, die Rakete unten zu zünden und wir glauben, dass sie jetzt da unten so verstopft ist durch Verbrennungsrückstände von etlichen Zündschnüren, dass wir uns jetzt einfach entschieden haben, die an der Seite zu zünden, bevor wir sie gar nicht ankriegen. An. Also meine Vermutung ist, dass das Loch unten so verstopft ist, dass da einfach das Loch oben das geilere Loch war. Vielleicht war auch unten das Schwarzpulver schlecht, was wir genommen haben. Ja. Aber jetzt ist doch 60% der Leistung oder 70 an der Seite raus, an unserem Anzündloch. Die hat sich sogar kurz gedreht. Plastik da. Vermutlich ist bei unseren anderen zwei Raketen das gleiche passiert, weil die eine hat ja gebrannt, also gezündet, aber ist dann nicht abgehoben und wir vermuten, dass es halt daran liegt, dass es eben wie hier gesehen von vorne nach hinten abgebrannt ist und nicht wie wir wollten von innen nach außen auf der kompletten Länge des Rohres und hat damit viel zu lange gedauert und unser Gasdruck war dadurch viel zu gering an der Düse. Dass jetzt hier dieses durchsichtige Kunststoffrohr geschmolzen ist, hat jetzt erstmal damit nichts zu tun. Das war nur, dass wir sehen, wie es abbrennt. Das ist egal, dass das Rohr geschmolzen ist. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir das beim nächsten Mal entweder anders angezündet kriegen oder dass wir vielleicht das Loch in der Mitte größer lassen, dass das eben nicht von vorne nach hinten abbrennt, sondern dass von innen nach außen auf einer großen Fläche in dem ganzen Rohr.